Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Nachdem wir im Lied die Gottesmutter Maria gegrüßt haben, darf ich Sie alle heute Morgen hier in unserer Basilika ganz herzlich begrüßen. Alle Pilger, die heute gekommen sind, eine größere Pilgergruppe aus Neuss, dann eine Gruppe von indischen Schwestern, aber auch alle, die in kleineren Gruppierungen oder als Einzelpilger heute nach Kevla gekommen sind. Natürlich begrüße ich auch alle, die jetzt diesen Gottesdienst am Fernsehgerät oder im Internet mit uns mitfeiern. Wir sind eine ganz große Gottesdienstgemeinschaft. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Lukas. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen. Und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter des Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpft das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn. Und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, es war einige Tage vor Pfingsten damals in Jerusalem. Das Pfingstfest war in Jerusalem ein riesengroßes Fest, einer der Höhepunkte des Festjahres im Judentum, eine ganz große Wallfahrtsfeierlichkeit. Da strömten Menschen aus dem ganzen Mittelmeerraum nach Jerusalem hin. Nur mal in Klammern gesagt, als an Pfingsten der Heilige Geist kommt, da hat er modern gesprochen, die größte Öffentlichkeitswirkung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Aber noch sind wir ja vor Pfingsten. Alle Menschen, die in Jerusalem zusammengekommen waren, die warteten darauf, dass das Pfingstfest mit der großen Prozession, mit der Wallfahrtsprozession jetzt losging. Da wurden Opfertiere eingekauft, da wurden Gesänge eingeübt für die Wallfahrt, da wurden dann Gebete geprobt, die Wallfahrtsordnung, die Prozessionsordnung wurde geübt. Alles wartete gespannt darauf, wann geht es denn jetzt endlich los. Und zur gleichen Zeit sitzt eine kleine Gruppe von Männern und Frauen zusammen, die warten auch. Aber die warten nicht auf die Prozession zum Wallfahrtsfest. Ja, eigentlich wussten die gar nicht genau, worauf sie warteten. Jesus hatte ihnen vor seiner Himmelfahrt gesagt, geht jetzt nicht weg von Jerusalem, sondern wartet, bis ich euch die Verheißung sende, den Heiligen Geist, die Kraft aus der Höhe. Aber wer hat das wohl verstanden mit dem Heiligen Geist? Den kannte ja keiner. Und so wussten sie gar nicht genau, worauf warten wir jetzt eigentlich? Gut, Jesus hat ihnen gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird mich verherrlichen, mich groß machen. Aber sie sind gehorsam, auch wenn sie nicht wissen, worauf sie genau warten. Sie sind gehorsam und warten und beten. Und mitten im Kreis dieser Männer und Frauen sitzt die Gottesmutter Maria und betet mit. Maria war im Kreis dieser Gruppe die Einzige, die schon zu dem Zeitpunkt mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Schon 33 Jahre vorher hatte der Engel ihr bei der Verkündigung gesagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Maria wusste aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn der Heilige Geist kommt. Sie wusste, wenn der Heilige Geist auf einen Menschen kommt, dann wird Unmögliches möglich. Dann wird möglich, dass ohne Zutun eines Mannes ein Kind geboren wird, der Sohn Gottes. Wenn der Heilige Geist auf einen Menschen kommt, dann wird möglich, dass verschiedenste Charaktertypen zusammengebunden werden zu einer Einheit. Dann schafft der Heilige Geist Verbindung zwischen den Menschen. Und sie rennt zu ihrer Tante Elisabeth. Und was ist das für eine tiefe Begegnung geworden? Man muss sich mal vorstellen, da begegnen sich zwei Generationen. Maria war damals ein junges Mädchen und Elisabeth, die war schon über die Wechseljahre hinaus. Man könnte ein bisschen salopp sagen, die war schon eine alte Oma. Aber was hat der Heilige Geist zwischen diesen beiden Frauen eine ganz tiefe Gemeinschaft gestiftet? Maria läuft übers Gebirge zu ihrer Tante Elisabeth. Sie muss es einfach weitererzählen. Das ist wieder was, was der Heilige Geist wirkt. Wenn der Heilige Geist einen Menschen erfüllt, dann kannst du die Klappe nicht mehr halten. Dann musst du das allen anderen weitererzählen. Und noch etwas, das wusste Maria aus eigener Erfahrung. Wenn der Heilige Geist einen Menschen erfüllt, dann bricht ein großer Jubel und eine große Freude aus. Und darum singt sie ihr Magnificat. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Und das wusste Maria. Nur jetzt, kurz vor Pfingsten, als sie um den Heiligen Geist beten, da sollte etwas Größeres passieren.
Da sollte passieren, dass nicht nur ein Kind geboren wird, sondern dass die Kirche gleichsam geboren wird. Da sollte Pfingsten passieren, dass die Männer und Frauen, die noch kurz vorher wie verängstigte Kaninchen hinter verschlossenen Türen gesessen haben, dass sie auf dem Tempelplatz in Jerusalem stehen und die großen Taten Gottes verkünden. Und als man ihnen Predigtverbot gibt, dass sie dann dem hohen Priester ins Gesicht sagen, wir können nicht schweigen von dem, was wir gehört und gesehen haben. Und wenn der Heilige Geist kommt, Pfingsten, dann sollte noch etwas geschehen. Es sollte ein Jubel und ein Lobpreis ausbrechen. Und die Apostel, die auf dem Tempelplatz von Jerusalem stehen, verkünden die großen Taten Gottes. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Und weil Maria das wusste, dass dann Unmögliches möglich wird, darum sitzt sie mit den Jüngern zusammen und betet mit ihnen um den Heiligen Geist. Schwestern und Brüder, was wir heute in unserer Zeit und auch in unserer Kirche hier in Deutschland zumindest am dringendsten brauchen, ist eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Manchmal hat man ja den Eindruck, wie Kardinal Marx jetzt geschrieben hat, die Kirche in Deutschland ist an einem toten Punkt. Lass mal das mal dahingestellt. Aber wenn sie an einem toten Punkt sein sollte, dann ist es genau der Heilige Geist, der aus diesem toten Punkt neues Leben schaffen kann. Und diese ganzen Dinge, auch die Dinge, die uns in unserer Gesellschaft so unter den Nägeln brennen, wie die ganze Klimafrage, wie die soziale Gerechtigkeit, wie die Covid-Diskussion jetzt, die dürfen wir nicht nur den Politikern, den Gewerkschaftern oder den Wissenschaftlern überlassen, vielleicht sogar nicht mal dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken oder der Bischofskonferenz. Hier sind Beter gefragt, die um den Heiligen Geist beten, damit er Neues schafft, damit er die Welt, die Kirche und jeden Einzelnen von uns verwandelt. Beter sind gefragt. Und darum immer wieder diese Bitte, betet mit dafür jetzt in dieser Zeit, dass Gott den Heiligen Geist noch einmal ausgießt und dass er die Welt verwandelt. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir wissen, wir haben auch heute eine Mitbeterin, Maria. Sehen Sie, es gibt bei uns im katholischen Glauben die Vorstellung von Maria als der Fürsprecherin, ist richtig. Aber sie ist nicht nur Fürsprecherin, sie ist auch Mitbeterin. Und wenn Maria entdeckt, dass wir meinetwegen heute hier am Wallfahrtsort in Kevela um den Heiligen Geist beten, dann darfst du wissen, Maria betet mit dir, ganz sicher. Ich möchte schließen mit einem Bild, das mir vor kurzem wichtig geworden ist. Ich war kurz nach Ostern in Kalka zu einer Erstkommunionfeier eingeladen in der Kirche. Und da ist mir so deutlich geworden, da hat Maria einen ganz anderen Platz als normalerweise in unseren Kirchen. Normalerweise steht Maria in den Kirchen auf einem Seitenaltar vorne oder wie bei uns hier vorne an einer Säule. Aber da hatte die Marienfigur eine ganz andere Stellung. Die hing mitten über der betenden Gemeinde. Und da habe ich so gedacht, ob das nicht der richtige Platz für die Gottesmutter ist. Auf der einen Seite erhöht und auf der anderen Seite nicht abgehoben, sondern mitten über der betenden Gemeinde. Sie solidarisiert sich mit unserem Gebet. Damals mussten die Jünger 9 Tage warten, bis Pfingsten der Heilige Geist kam. Wenn wir um den Heiligen Geist beten, ich weiß nicht, wie lange wir warten müssen, aber eins ist ganz sicher, Gott wird sein Versprechen wahrmachen, das Jesus gegeben hat. Ich werde euch den Heiligen Geist senden, ich lasse euch nicht wie Waisenkinder zurück, die nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Ihr werdet erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Da bin ich ganz gewiss und ich freue mich darauf. Amen.
Die reinste Rose, ganz schön.